Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 1. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Einsatz bekommen und jetzt mal schauen, was uns hier so erwartet. Weil es schien so, dass irgendjemand hier angegriffen hat. Und da wollen wir jetzt mal herausfinden, wer das denn war. Okay. Anscheinend. Oh, was ist das denn? Okay. Verdammt! Was? Egal, die Teile tun uns eh nichts. Gott, was ist hier geschehen? Ja, ich weiß es. Oh mein Gott. Das sieht aus wie heftige Kämpfe da noch. Okay, hier ist anscheinend nicht viel. Oh Mist! Jenkins wurde angegriffen. Wir gucken. Ah, genau, so ging es, ja. Aber nicht mit mir. Ach, hier braucht man ja gar nicht nachladen, ne? Sehr schön, Stufenanstieg. Und das heißt dann, was nehmen wir da? Rüstung geht noch gar nicht, oder? Doch. Taktische Panzerung. Nee. Ja doch. Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Infiltrator. Reduziert jetzt die Entwicklung bei Pistolen. Ja, wichtig. Den. Verbessert Schmeichelrate. Schaltet neue Dialogoption frei. Oh, das wäre cool. Machen wir auch, ne? So, Talent rückgängig machen, automatischer Stufenaufstieg. Oh ne. Haben wir jetzt angenommen, ne? Können wir U drücken? Ja, genau. So, und jetzt geht's weiter. Das sieht nicht gut aus für die Bewohner hier. Ich glaube, die Teile tun mir auch gar nichts. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht sollten wir mit Jenkins reden. Was willst du denn? Oh! Ach so. Vor allem, vielleicht sollten wir mit dem reden, der liegt auf dem Boden. Ja, er ist tot. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient ein Wir werden uns Begräbnis. Darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Okay, und jetzt geht's auch weiter. Ich frage mich echt, wer das denn war. Weg. Oh, wir haben geschossen. Nein, und du auch. So. Ich habe hier ein paar ausgebrannte okay. Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Nicht schön. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Okay. Ah, du lebst dann nicht mehr. Hier F. Als Questbetonung, okay. Was? Rüsten Sie Ihr Präzisionsgewehr auf. Oh. Habe ich das jetzt schon? Ich sag mal, oder sag mal. Ja, warte. Ich mach's lieber über dieses Menü, da kann ich das besser orientieren. So. Kann ich nicht zoomen? Warte, das ging doch irgendwie. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Komm, kannst du. Wie kannst du denn nochmal zoomen? Okay. Ach, das ist meine Schrotflinte. Hä? Warum? Ach so. Ups, da, ich habe nichts gesagt. Kein Wunder. So. Guter Schuss. Ja, und dann einfach wieder. Wir hatten Pistole, aber ich nehme mal das Sturmgewehr. Ja, das ist das Problem. Bin ein Infiltrator, also kann ich nicht gut mit Präzisionsgewehren schon, aber nicht mit Sturmgewehren nur so. So, du kannst auch weg. So, sehr schön. Okay, dann hätten wir das, glaube ich, jetzt. Oh, das sieht. Huch.
Oh, verdammt. Oh. Dann wollen wir ja mal schnell zur Unterstützung kommen. Du weg und du auch. So. Wo ist sie denn? Danke für die Hilfe, Kommando. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Okay. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Ist alles in Ordnung? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Wo ist Ihre Einheit? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Es war nicht Ihre Schuld. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Gute Frage. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Schließen Sie sich uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen wir. Los geht's. Ah, erhaltene Gegenstände, eine neue Pistole und ein Munitionsupgrade. Alle nehmen. Drücken Sie I. Okay. So, da können wir auch andere Pistolen mal tragen. Welche haben wir? Dann macht die, oder? Präzision ist ein bisschen geringer, aber ich nehme die mal. Genau, so. Hier ist nichts Neues sonst, ne? Ne. Okay. Habe ich denn irgendwas zum Reintun? Nix. Gut. Weiter im Programm. Drücken Sie U. Ja, ja, kenne ich ja schon. Weiter. Overkill. Automatischer Aufstieg. Das ist immer gut. Der Sender ist am Ende dieses Grabens. Okay. Ah, was haben die nur hier angetan? Schaut euch das mal an, ey. Unglaublich. Weg. Laufen Sie zum Wegpunkt. Achso. Gehen Sie zur Rand der Felsen und drücken Sie linke Maustaste, um Zonen aus der tiefen Deckung heraus zu aktivieren. Ja, kenne ich ja schon alles. Es ist ja G-Taste, um sich zu ducken. Ja, ja, kenne ich schon. Ah, da kommen sie. Wo sind sie? Ja, versteck dich nicht. So. Ach, ich will immer nachladen, dabei geht das hier nur über Hitzeentwicklung. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, du weg. Wo ist denn der? Da. Zack, 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 zack. So, sehr schön. Einer lebt noch. Das sehen wir unten rechts auf der Karte. Und hier, ah, da kommt er. So. Ja. Sonst ist hier nichts, ne? Ausgrabungsstätte. Untersuchen wir mal. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Okay. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Was ist mit Ihnen überlegen? Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Das wäre gut. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Ja, weiter im Programm. Drücken Sie E, wenn Sie... Planänderung, okay. Shepard. Vor Ihnen ist ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay. Ich gehe jetzt nicht zurück, ne? Doch, ich gehe zurück. Gehe ich jetzt... hier lang. Genau. So, was gibt's denn hier so drin zu tun? Gucken. Banshee 1 und Präzisionsgewehr Reaper 1. Okay. Alle nehmen. So, mal schauen, ist das denn besser, das Sturmgewehr? Ja. Präzisionseinstufung 1, aber das nicht nur wegen meinem Charakter. Präzisionsgewehr. Ganz schön viel Abdingens, ne? Ja, nehmen wir das. Egal. So, hier geht's hoch, genau.
Und da sind wir, glaube ich, auch schon am Dorf. Oder Siedlung oder was das jetzt ist. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh. Was sind das denn für welche? Gott, sie leben noch! Was haben die Geth ihnen angetan? Oh nein, was ist das denn? Kuh. Weiß ich ja. Wo sind sie denn? So, du frisst jetzt mal einen. Ein Husk. Okay. Oh nein. Oh, die halten aber vier aus, die Teile. Gut. Nennen sich ein Squad-Mitglied und kurze Kommentare zu. Ach so. Jetzt wissen wir, wofür die Spitzen sind. Sie nutzen unsere eigenen Toten gegen uns. Ja, richtige Dreckskerle. Huch. Ah, hier geht's rein. Gut, ich dachte gerade schon. Kiste, was haben wir denn? Leichtmensch Hydra 1. Alle nehmen. Was haben wir hier? Ah, Universalgel. Sehr schön. Inventar. Ja, okay, kann ich tragen. Wie sieht das denn aus? Er hat nämlich die gleiche. Ja, cool. Schwarzer Sturm, schwarz, oder ist das grün? Ich glaube grün. Die Tür. Bisschen dunkelgrün, ja. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Ja, manuell ist über Brücken starten. Zack, 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 zack. Ja, da bin ich schlecht drin. Zack, 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 zack. So. Muss man immer in die Mitte rein. Oder geht das? Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Sie sind jetzt in Sicherheit. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Ihr Assistent. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Nee, ich würde ihn nicht auf Moor stopfen. Auf Wiedersehen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, richtig. Egal, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Also, bis dahin, macht's gut und ciao.